Ja, und damit, yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier am Flughafen. So, jetzt werden wir hier die Inneneinrichtung einmal zeigen. Ich habe den Terminal B eingerichtet. Ich würde sagen, ich fliege hier einmal in einen der Gangways rein und zeige euch einmal die Einrichtung. Ich fange hinten an. Wichtig ist, damit ihr jetzt noch wisst, wo ich anfange, damit ihr die richtige Seite habt. Ich fange bei der Nummer 10 an, von vorne. Da fliege ich jetzt rein. Und von hier werde ich die Inneneinrichtung anfangen, damit ihr genau wisst, okay, hier die Seite ist nämlich anders wie die andere. Und dann fangen wir an. Vorne haben wir einmal hier rechts die Beschilderung B24, Terminal B, Nummer 24, 16:24 haben wir. Das habe ich hier unten auch nochmal stehen, damit die Leute wissen, wohin. Werbetafeln, hier vorne einmal die Toiletten, einmal für die Männer. Habe ich unten mit gemeißelten Quarzblock gearbeitet. Haben wir einmal die Männertoilette, die sieht so aus. Das Grüne, das sind die Toiletten, die frei sind. Und das Rote, die besetzt sind. Ja, was ich halt hier ein bisschen habe, sind halt die Dinger, die sind jetzt ein bisschen verkehrt, weil ich viel kopiert habe von den Toiletten. So sollten die dann sein. Das ist die Männertoilette. Die Frauentoilette ist ein bisschen enger gestaltet, auch wieder mit Rot und Grün beleuchtet, damit ich weiß, okay, die sind frei und die nicht. Dann habe ich hier vorne nochmal einen kleinen Automaten, wo man sich was Snacken holen kann. Fliegen wir jetzt mal rechts weiter. Haben wir hier hinter wieder ein bisschen was. Rechte Seite kommt dann der nächste Gate oder nächster Gangway. B22 hier. Dann einmal Boarding. Wohin geht der Flug? Die Linie. Und hier nochmal welchen Gate. Haben wir hier in der Mitte nochmal einen kleinen Souvenirshop. Den haben wir hier einmal so rundlich gemacht. Falls ihr das 1 zu 1 nachbauen wollt, könnt ihr gerne mal Streams abchecken. Wenn ihr da am Start seid, da baue ich sowas nämlich und lade es dann hier für euch als Video hoch. Dann gehen wir hier weiter. Dann haben wir hier den nächsten Store. Den habe ich wohl noch nicht eingerichtet. Da weiß ich noch nicht ganz, was hinkommt. Wahrscheinlich auch wieder ein Souvenirshop. Dann einmal hier in der Mitte einen kleinen Laden für Getränke. Einmal eine Fanta, Cola oder Wasser, je nachdem. Hier rechts haben wir dann den nächsten B23 nach Fuerteventura. Genau, dann geht es hier weiter. Haben wir einen kleinen Infostand hier. Den haben wir hier einmal angerichtet. Hier links ist dann der nächste B21 Gangway. Dann hier vorne wieder eine Toilette. Männer wie Frauen. Die ist gleich aufgebaut wie die letzte. Dann haben wir hier rechts einmal wieder einen Flug nach Denver. B20 ist es hier. Hier links haben wir erstmal keinen. Hier links ist dann B19 nach Düsseldorf. Hier vorne dann die Fahrstühle. Das ganze Fahrstuhlsystem zeige ich euch jetzt einmal. Geht hier einmal mit Ketten bis nach oben oder nach unten. Ganz unten bis in den Keller geht es dann einmal über 3 Etagen. Wir befinden uns jetzt ganz oben. So, den könnt ihr einmal 3 Etagen runterbauen. Ich zeige euch natürlich noch die 2 anderen. So sieht der Fahrstuhl dann bei mir von innen aus. Dann geht es hier natürlich weiter. Genau hier die B19 nach Düsseldorf. Dann haben wir hier rechts nochmal einmal hier Schilder. Einmal hier runter geht es zu Gates B bis 19 bis 24, Fahrstühle und Toiletten. Rechts Kinderspielparadies, Toiletten und Gates B10 bis B18, B25 bis B33. So, das Schild, was wir hier haben, haben wir an der anderen Seite natürlich auch. Dann haben wir hier dahinter die Treppe nach unten. Da geht es dann einmal Terminal A, Gepäckausgabe und Ausgang. Das Schild haben wir einmal rechts wie links hier. Da steht dann einmal Gepäckausgabe, Terminal A und Exit, damit wir hier wissen, alles auf Deutsch wie auf Englisch geschrieben eigentlich. Dann haben wir hier hinter, wenn man hochkommt, den nächsten Shop nochmal. Der sieht so aus. Und hinter dem Shop einfach nochmal eine Toilette. Da haben wir hier neben dem Shop einmal die B18 nach Paris. Auf der anderen Seite haben wir dann einmal die B17. Da steht kein Flugzeug. Die Flugzeuge werde ich natürlich noch hinbasteln und euch dann einfach zeigen, wie es bei mir aussieht. Also überall, wo ich jetzt quasi dann einen Flug hinstellen habe, Paris, Düsseldorf, da kommt auch ein Flugzeug hin. Dann einmal unten Gates B25 bis 33, da gehen wir aber hinten erst rein. Geht es hier weiter? Haben wir hier links dann einmal B16 nach Antalya in die Türkei. Dann haben wir hier einmal wieder einen kleinen Getränkeshop, kann man sich hier hinchillen. Dann einmal hier nochmal ein Schilder, hier stehen, könnt ihr natürlich auch was draufschreiben. Da steht dann quasi, wann welcher Flug wohin geht, an welchem Gate. Also zum Beispiel B17 um, keine Ahnung, 17 Uhr Boarding nach Paris.
Dann haben wir hier einmal die B15 hinter der B15 und der B14 hier haben wir einmal eine DB Lounge, eine Air Pankow Lounge, das ist halt vom Flughafen die Lounge. Die sieht einmal so aus. Und hier hinten nochmal kleine Toiletten. Das ist so eine, naja, Toilette für beide Geschlechter. Muss man nicht drauf gehen, kann man drauf gehen. Genau, so eine geteilte Toilette. Dann geht es ja weiter. Hier ist dann das kleine Kinderspielparadies, was ich angesprochen habe. Einmal Kids Fun World und Kinderspielwelt. Das ist dann hier ein bisschen aufgebaut. Kann man Bücher lesen, eine Rutsche, Rutschen, Schaukel, sowas halt. Dann geht es hier weiter. Einmal eine Smoking Lounge. Kann man einmal hier rauchen gehen. Raucherbereich. Hat man hier einmal so einen Bereich zum Rauchen. Also so. Dann hier links weiter geht es dann einmal zur B13 nach Innsbruck. Dann haben wir hier hinter nochmal einen kleinen Souvenirshop. Dann hier rechts geht der nächste Gangway auch nach Rom. Fiumicino oder wie das auch immer heißt. War ich persönlich auch schon an dem Flughafen. Das ist der B12. Dann habe ich hier den nächsten Shop zum Essen und an der anderen Seite nochmal Getränke. Neben den Getränken links gibt es dann einmal die B11 nach Oslo. Dann dahinter ist die Toilette wieder so reingebastelt. Und hier geht es dann wieder runter zu Gate B25 bis B33. Hier hinten ist dann einfach nochmal ein bisschen mit Bänken ausgestattet. Könnt ihr auch gerne noch ein paar Tafeln reinhauen. Und ganz hinten in der Ecke haben wir dann einmal die B10. Hier wird auch kein Flugzeug drankommen. Genau, dann gehen wir jetzt einmal hier runter, um uns unten nochmal alles anzugucken. Gate 25 bis 33, Terminal B sind wir. Ich würde sagen, wir gehen einmal hier runter und einmal hier rum. Jetzt sind wir unten am Start. Hier habe ich ein paar Bänke reingebaut. Dann hier die erste Toilette. Und nach der Toilette geht es los. Einmal mit B25 links. Dann nochmal links. Das sind jetzt quasi hier. Wir haben ja jetzt hier außen so eine kleine Dings reingebaut und da habe ich jetzt so mehrere Fenster reingebaut, wo man halt durchgehen kann. Dann haben wir hier einmal den B26. Hier ist es auf nach Teneriffa. Da steht uns schon ein Bus bereit. In dem Bus können wir einmal reinhüpfen und der fährt uns dann zum Flugzeug. Dann geht es hier weiter, paar Sitzbänke. Der nächste ist dann der B27. Paar Automaten hier nochmal, paar verschiedene Stile. Das ist einfach nur eine Wand. Die gibt es auf der anderen Seite dann auch nochmal. Dann haben wir hier wieder ein paar Sitzbänke. Hier ist B28, B29, zack. Dann haben wir hier nochmal eine kleine Lounge. Hier kommt wieder eine Smoking Lounge, Raucherbereich rein. Habe ich noch nicht eingerichtet. Da könnt ihr dann, je nachdem, das ist jetzt nur ein Vorschlag, wie ihr es einrichten könnt, wenn ihr es genauso einrichten wollt und unterwegs seid und gar nicht wisst, wie ihr es jetzt machen könnt und das jetzt hier im Video nicht verstanden habt. Könnt ihr gerne auch einfach schreiben in den Kommentaren und dann lade ich euch gerne hier auf die Welt ein, damit ihr es euch genauer angucken könnt. Dann haben wir einmal B30 und B31. So, weiter geht's dann hier mit dem nächsten Toilettenschild. Hier sind die nächsten Toiletten. Hier hinter geht's weiter. B32, dann B33. Haben wir hier die nächste Treppe, die führt wieder nach oben, hier hin, in dem Bereich. Und dann gehen wir hier weiter und haben dann erstmal zu Ende, dann kommt hier eine Wand und hier einmal ein Chill-Out-Bereich, dann hier einmal eine Wand, wo es ein paar Automaten gibt, nochmal zum Snacken oder Trinken, hier hinten nochmal ein bisschen Chili-Milli und dann gibt es hier einmal die Fahrstühle und die gehen natürlich noch tiefer und die nächste Etage zeige ich euch dann auch. Dafür müssen wir jetzt einmal hoch und die nächste Etage ist das, was ich am Anfang immer angesprochen habe, einmal die Verbindung zwischen Terminal A und B. Ich würde sagen, wir gehen einmal zu dieser Verbindung. Das heißt, Schild da oben. Da hinten ist das Schild oben. Da müssen wir dann einmal hier runter und dann gehen wir jetzt einmal runter. Treppenbereich runtergegangen. Haben wir einmal hier die Fahrstühle, die nach ganz oben gehen. Zwei Stück. So sieht es unten, wenn es endet, aus. Und dann haben wir hier einmal fünf verschiedene, naja, Startdinger, wo wir uns draufstellen können. Die fahren uns dann rüber. Drei Abstand links. Immer Dreier Abstand in der Mitte und ganz links habe ich einen Vierer Abstand. Insgesamt fünf Dinger, je drei breit. Grün fangen wir an, können wir uns draufstellen, fahren wir. Zack, endet hier. Dann hier wieder eine Fünfer Abstand. Dann wieder grün und immer so weiter. Das habe ich dann bis zum Ende durchgebaut. Insgesamt sind es, glaube ich, fünf Stück A64 lang. Also sind immer genau 64 Blöcke lang. Das sind sechs Stück dann, genau.
sechs Säulen hier. Dann kommen wir hier hinten aus. Hier gibt es dann einmal links Fahrstühle, rechts einmal Terminal A. Und hier hinten gibt es dann einmal Gepäckausgabe und Ausgang Exit. Den haben wir ja schon gebaut. Der sieht dann so aus. Jetzt auch beleuchtet. Und hier rechts dann noch die nächste Toilette. So. So haben wir das hier. Dann haben wir hier nochmal einen Fahrstuhl. Der führt nach ganz oben. Und dann haben wir hier einmal das Treppengelände und den Terminal haben wir noch nicht ganz eingerichtet. Den müssen wir noch einrichten. Und das gibt es dann im nächsten Teil. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in Terminal B. Und da zeige ich euch jetzt Stück für Stück aus der oberen Perspektive, damit ihr das einfach besser seht zum Nachbauen. Und genau, da fliegen wir jetzt einmal wieder hin. Falls euch das Format gefällt, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen. Und gerne reinschreiben, wie ihr die Inneneinrichtung findet, ob ihr sie so übernehmen wollt oder ob ihr lieber euren eigenen Stil kreieren wollt. Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Ich würde sagen, wir fliegen aber jetzt ganz runter zu unserem ganz äußersten Punkt wieder. Also, wir sind einmal hier in der Kurve bei B10 angekommen. Das ist der erste Block hier. Dann haben wir ja einmal den zweiten Block. Könnt ihr euch jetzt immer hier unter den Steinen unten orientieren. Dann einmal hier den Block. Jetzt sind wir bei B11. Haben wir einmal hier den Block. Dieses Getränkeding hier. Fliegen wir weiter nach den Getränken. Kleiner Souvenir. Nach dem Souvenir noch ein Souvenir. Der ist gegenüber von B13. Nach B13 kommt dann hier auch der Smoking-Bereich. Dann einmal hier das Kinderspielparadies. Dann einmal hier noch ein paar Sitzloungen. Dann hier einmal die Lounge, die Penko Lounge. Tafel. Dann hier einmal nochmal wieder für Getränke. Einen kleinen Stand. Jetzt sind wir bei B16 angekommen. Ein paar Sitzbänke. Treppen nach unten. Dann einmal hier Toiletten. Toiletten. Hier wieder der Raum zwischen. Dann hier einmal Souvenirshop. Dann einmal hier das Treppengehäuse nach unten. Sieht so aus. Dahinter haben wir einmal das hier bis zum Fahrstuhl. Dann haben wir hier einmal die Fahrstühle. Die gehen bis hier. Hier enden die Fahrstühle. Dann haben wir hier hinter nochmal Toiletten. Da. Dann einmal hier nochmal Sitzlounge. Der Infostand. Infostand ist hier bei B21. Dahinter nochmal ein paar Sitzgelegenheiten. Noch einmal hier ein Getränkeshop. Der nächste Souvenir. Dann hier noch ein Souvenir. Nochmal ein bisschen was zum Sitzen. Letzte Toilette. Und hier die Endphase oder einmal hier so, zack, damit ihr den Abstand seht. Und hier hinten sieht es dann nochmal so aus. Genauso habe ich das einmal gebaut. Dann gehen wir nochmal durch die Decke. Da zeige ich euch einmal hier, habe ich es einmal mit Quarz einfach durchgebaut. Insgesamt hier, ihr seht es ja, nach dem Eisenblock ein höher, habe ich einmal Quarz durchgebaut, das ist meine Decke. Insgesamt habe ich hier überall mit Leitblöcken gearbeitet. Das sind diese wundervollen Blöcke hier. Die bekommt ihr drin. Dann gebt ihr einmal ein, slash, give, add s, euch selber. Und dann gebt ihr einfach ein, LIJHT, Unterstrich, Block. Und dann habt ihr hier einmal den Leitblock. Und dann die entsprechende Zahl, die ihr braucht, könnt auch eine 0 nehmen. Oder ich glaube, es ist 15, so. Und dann bekommt ihr auf jeden Fall den Block. Und dann habt ihr den hier einmal im Inventar. So müsst ihr dann halt richtige Sachen angeben. Da habt ihr auf jeden Fall den Lightblock. Und den könnt ihr dann hier platzieren, draufschlagen und heller machen. So bekommt ihr den auf jeden Fall. Ihr seht, hier habe ich den überall verwendet. Und das war's mit der Inneneinrichtung von Terminal B. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, bei der Inneneinrichtung ein paar Sachen zu haben. Da unten haben wir auch alles gesehen, wie wir hier runterkommen, die Treppen und die Durchgänge, die ich immer erzählt habe, wie wir zum anderen Terminal kommen. Terminal A gibt es dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen. Gerne mal eure Meinung zu der Inneneinrichtung rein in den Chat oder in die Kommentare, eher gesagt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.